Ja, schönen guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie, die Sie hier sind, sich schon ziemlich gut entschieden haben, für welche Partei Sie Ihre 20 Stimmen abgeben werden. Ich glaube, es wird bei Ihnen die Linke sein. Aber vielleicht kennen Sie noch den einen oder anderen, der sich noch nicht entschieden hat, der sich die Frage stellt, ob es überhaupt Sinn hat, zur Wahl zu gehen. Bitte sagen Sie diesen bekannten Freunden ja, wenn Sie Ihrer Stimme Gewicht verleihen wollen und wenn Sie ein starkes Signal setzen wollen, dann müssen Sie die Stimmen, die 20 Stimmen für die Linke abgeben. Denn die Linke ist hier in Hamburg und bundesweit die einzige Partei, die sich konsequent gegen die unverschämte Umverteilung von unten nach oben zur Wehr setzt und die ein solidarisches Steuersystem fordert und endlich eine ordentliche Vermögensteuer. Und die Linke ist die einzige Partei, die konsequent gegen die Privatisierung von Krankenhäusern, von kommunalen Betrieben kämpft und klar fordert, wir Bürgerinnen und Bürger, wir wollen unser Eigentum zurück. Wir wollen unsere Krankenhäuser, unsere Bahnen, die Energieversorger, die öffentlichen Plätze. Wir wollen unser öffentliches Eigentum endlich zurückhaben. Stopp mit den Privatisierungen. Und wir sind gegen die Privatisierung der sozialen Sicherungssysteme. Die Riester-Rente hat sich vor allen Dingen für den Sozialdemokraten Riester und seine guten Freunde in den Versicherungen gelohnt und nicht für die Menschen. Und das muss man deutlich benennen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde. Und die Linke ist die einzige Partei, die konsequent gegen die Lösung von politischen Konflikten mit militärischen Mitteln ist. Wir fordern den sofortigen Rückzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Und ich füge hinzu, das ist auch das Beste für die Sicherheit der deutschen Soldaten. Die beste Solidarität mit den Soldaten der Bundeswehr ist, sie zurückzuholen in die Bundesrepublik Deutschland und sie nicht in Afghanistan zu verheizen. Es gibt also viele gute Gründe, die Linke zu wählen. Und dennoch gibt es sicher auch in Hamburg noch Menschen, die nicht zur Wahl gehen wollen. Warum ist das so? Erstens, Sie haben immer wieder erlebt, dass die herrschenden Politiker ihre Probleme ignorieren und sie mit Lügen. Die Menschen haben immer wieder erlebt, dass die herrschenden Politiker sie ungerecht behandeln und demütigen. Und sie haben die berechtigte Angst, dass diese Politiker nicht in der Lage sein werden, ihre Probleme zu lösen. Demokratie, sehr geehrte Anwesende, Demokratie heißt Volksherrschaft. Und wie kann es sein, dass in einer Demokratie nicht das gemacht wird, was die Mehrheit will? Und zu dieser Mehrheit gehören übrigens hier auch besonders in Hamburg, in dieser Hansestadt Hamburg, viele Migrantinnen und Migranten, die über wichtige Fragen nicht mitentscheiden dürfen. Und ich finde es ein Skandal, dass man diese Menschen von den demokratischen Entscheidungen ausschließt. Die Mehrheit will keine Privatisierung der Kranken- und Pflegeversicherung. Und die Mehrheit will auch keine Rente erst ab 67. Und die Mehrheit, wir haben es gerade gehört, ist für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes und für die Regulierung der Märkte. Doch die herrschenden Politiker machen genau das Gegenteil. Sie missachten ihren Wählerauftrag und sie begehen Wahlbetrug. Warum machen sie das? Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass führende Politiker die Arbeit als Volksvertreter nur als eine lästige Pflicht ansehen, um dann später einen einträglichen Job in der Wirtschaft zu bekommen. Ich denke da an Altkanzler Schröder, an Altvizekanzler Fischer oder an den Altministerpräsidenten Koch. Und sie alle haben sich in ihrer Amtszeit gut auf ihre neuen Jobs in der Wirtschaft vorbereitet. Ich nenne das nachgelagerte Bestechung. Erst das Amt, dann die Kohle. Das ist wirklich ein Skandal. Und diese Politiker fühlen sich Lobbyisten wie Herrn Ackermann von der Deutschen Bank mehr verpflichtet als ihren Wählerinnen und Wählern. Offensichtlich wird Politik in diesem Land nicht mehr gewählt, sondern bestellt. Wir, die Linke, wollen das ändern und in diesem Jahr fangen wir hier in Hamburg damit an.
Herr Westerwelle, das haben wir gesehen, Herr Westerwelle und seine Mövenpick-Partei setzt jede Spende der Wirtschaft 1:1 in Politik um. Gesundheitsminister Rösler folgt blind den Wünschen der privaten Krankenversicherung. Und alle anderen Parteien, alle anderen außer der Linken, eifern der FDP nach. Die Hartz-IV-Gesetze sind ein Sieg der Unternehmerverbände. Und die SPD-Führung, zu der auch der Hamburger Spitzenkandidat Olaf Scholz gehört, hat ihre Wählerinnen und Wähler durch Verabschiedung der Hartz-IV-Gesetze im Stich gelassen. Sie sind wie die Lemminge den selbsternannten Experten hinterhergelaufen. Und sie haben bis heute aus ihren Fehlern nichts gelernt. Olaf Scholz ist immer noch auf Hartz-IV-Kurs. Und die SPD bundesweit und hier in Hamburg ist auch immer noch auf Hartz-IV-Kurs. Und sie unterscheiden sich von der CDU, das haben wir in den letzten Tagen gehört, nur um ganze 3 Euro. Die SPD wäre mit 3 Euro mehr im Monat für Arbeitslose zufrieden. Die Gleichung lautet also, CDU plus 3 Euro gleich SPD. Und bitte sagen Sie es weiter, wer diese Gleichung unerträglich demütigend findet, der kann nur die Linke wählen. Und ist es nicht erstaunlich, dass die Hartz-IV-Parteien 1 Jahr und 7 Wochen brauchen, um über 3 Euro mehr oder weniger zu verhandeln, aber die gleichen Parteien in der Lage sind, über 480 Milliarden Euro für die Banken in 1 Woche zu entscheiden? Warum ist das so? Warum? Weil die Bankenlobby in diesem Land 1000-mal mehr Einfluss auf die herrschende Politik hat als die Millionen Arbeitslosen in diesem Land. Lobbyisten wird schneller geholfen als Arbeitslosen. Es ist wie in vielen Wartezimmern. Privatpatienten werden schneller behandelt als Kassenpatienten. Und ich sage den unentschlossenen Wählerinnen und Wählern, wir die Linke, wollen die Demokratie in diesem Land wieder in Ordnung bringen. Und darum fordern wir als erstes ein Verbot von Unternehmensspenden an Parteien. Heute ging eine Meldung durch die Nachrichten. Der Spielautomatenhersteller Gauselmann soll an Bundestagsabgeordnete aller Hartz-IV-Parteien, also an alle Parteien außer die Linke, über Jahre verdeckt Spenden übergeben haben. Seit 1990 habe der größte deutsche Spielhallenkonzern mehr als 1 Million an Abgeordnete von Union, SPD, FDP und Grüne gezahlt, um strengere Auflagen für Spielhallen zu verhindern. Ich sage euch, Lobbyisten müssen aus den Parlamenten fliegen. Es muss Schluss sein. Es muss endlich Schluss sein mit Abgeordneten, deren Diäten nur ein Trinkgeld sind im Vergleich zu dem, was sie in all ihren Nebenjobs verdienen. Und wer wieder Einfluss auf die Politik nehmen will, der muss den Lobbyisten und bestechlichen Politikern auf die Finger klopfen. Und mit der Stimme für die Linken treffen Sie die Lobbyistenvertreter in den Parlamenten mitten ins Mark und darum hier in Hamburg 20 Stimmen für die Linke. Die Menschen haben immer wieder erlebt, dass die herrschenden Politiker sie ungerecht behandeln und demütigen. Wir leben in einem Rechtsstaat, sagt man uns. Vor dem Recht sollten alle gleich sein. Doch dem ist nicht so. Wir leben in einem gespaltenen Rechtsstaat. Einige wenige dürfen sich alles erlauben, andere gar nichts. Ein Beispiel. In den letzten Tagen wurde im Berliner Bankenskandalprozess der ehemalige Banker und CDU-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus Landowski, einige erinnern sich noch an den Namen, und andere Banker freigesprochen. Die Berliner Bevölkerung musste für deren Versagen mit 23 Milliarden Euro aufkommen. Und ich frage euch, ist es nicht absurd, dass Manager eine Bank fast in den Ruin treiben können und das in diesem Land nicht strafbar ist? Übrigens hat sich Landowski und auch kein anderer Banker jemals bei den Bürgern entschuldigt. Kein Wort der Entschuldigung. Und da wir hier in Hamburg sind, frage ich euch, habt ihr gehört, dass sich Herr Nonnenmacher bei den Hamburgern für das Desaster bei der Nordbank entschuldigt hat? Hat er das? Hat das jemand gehört? Nein. Warum wundert sich darüber eigentlich keiner mehr in dieser Gesellschaft? Die andere Seite des Rechts, wer in der Bahn keine Fahrkarte gelöst hat, wer schwarz fährt, kann in den Knast kommen. In unserer
Bundesrepublik Deutschland sitzen Obdachlose im Gefängnis, weil sie, wie es im Amtsdeutsch heißt, sich öffentliche Leistungen erschlichen haben, Beförderungserschleichung, im Knast sitzen wegen Schwarzfahren, Banken in den Ruin treiben, freigesprochen werden. Ich finde, diese Ungerechtigkeit, diese Ungleichbehandlung können wir nicht mehr länger hinnehmen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde. Und darum ist eine Stimme oder hier 20 Stimmen für die Linke eine Stimme gegen die Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit in diesem Land. Gleiches Recht für alle fordert die Linke, egal ob sie arm oder reich sind. Das würde nämlich der Verfassung, dem Grundgesetz endlich entsprechen. Das ist, was ich beschrieben habe, spricht dem Grundgesetz Hohn. Viele Menschen haben die berechtigte Angst, dass die herrschenden Politiker nicht in der Lage sind, ihre Probleme zu lösen. Ich weiß nicht, ob es jemand gehört hat, es gab kürzlich eine Umfrage unter Landtags- und Bundestagsabgeordneten, ob sie der Meinung wären, dass sie Einfluss hätten auf Entscheidungen. Und die meisten Politiker sagten, wir haben fast gar nichts zu entscheiden. Ist das nicht absurd? Aber warum ist das so? Dafür gibt es vor allen Dingen zwei Ursachen. Die Steuerreformen der vergangenen 10 Jahre haben dazu geführt, dass Unternehmen und Superreiche immer weniger Steuern zahlen mussten. Und dieses Geld fehlt jetzt in den Kassen der Städte und Gemeinden für die Sanierung von Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Krankenhäusern und Schwimmbädern. Und der zweite Grund ist der massenhafte Verkauf von öffentlichem Eigentum. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde verkauft. Wohnungsbaugesellschaften, Krankenhäuser, Wasserwerke, Stadtwerke, sogar öffentliche Plätze wurden privatisiert. Und mit dem Verkauf unseres öffentlichen Eigentums wurde auch die Demokratie verkauft. Darum ist die Linke die einzige Partei, die die Frage stellt nach dem Zusammenhang von Demokratie und Eigentum. Und eine Kommune, also die Gemeinschaft, die kein gemeinschaftliches Eigentum mehr hat, kann auch nichts entscheiden. Und wenn man nichts mehr hat, dann ist es eigentlich egal, wen die Bürger wählen. Wenn die Politiker nichts entscheiden können, ist es egal, ob sie CDU oder Linke wählen. Wir, die Linke, wollen, dass es nicht egal ist, was bei der Wahl entschieden ist. Und darum wollen wir endlich das öffentliche Eigentum zurückgeben den Bürgerinnen und Bürgern, denn ihnen gehört es. Aber genau das wollen die anderen Parteien nicht. Im Gegenteil, mit der Einführung der Schuldenbremse ist die zweite Enteignungswelle der Bürgerinnen und Bürger vorprogrammiert. Und Olaf Scholz hat erklärt, er will die Schuldenbremse unbedingt einhalten. Was heißt das im Klartext? Er will weiter öffentliches Eigentum verkaufen. Und genau auf diesen Verkauf spekulierten die Politiker, die die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben haben. Sie haben für Ihre befreundeten Hedgefonds, und hier in Hamburg könnt ihr ein Lied davon singen, die Voraussetzung für die größte Schnäppchenjagd in den nächsten Jahrzehnten geschaffen. Die Bürger sollen also zweimal bezahlen. Einmal für den Aufbau der öffentlichen Unternehmen mit ihren Steuern und dann ein zweites Mal mit höheren Gebühren, um den neuen Eigentümern die Rendite zu bezahlen. Wir, die Linke, sind die einzige Partei, die sich dieser schamlosen Enteignung und Umverteilung entgegenstellt. Und zur Enteignung der Bürgerinnen und Bürger gehört auch der Umgang der Bundesregierung mit der Finanz- und Eurokrise. Die Giftpapiere in den Banken sind trotz Konjunktur nicht verschwunden. Sie liegen noch immer in den Kellern der Geldhäuser. Und es sind tickende Zeitbomben. Und keiner weiß, wann sie in die Luft fliegen. Aber diese und die letzte Bundesregierung haben nichts, aber auch gar nichts unternommen, um diese Bomben zu entschärfen. Sie tanzen auf dem Vulkan und tun gar nichts, um die Menschen vor einem weiteren Ausbruch dieses Vulkans zu schützen. Und da sage ich mal, wenn der Wirtschaftsberater der Kanzlerin, Herr Weidmann, von der Bundesregierung als neuer Bundespräsident vorgeschlagen wird, da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Herr Weidmann hat 5 Jahre die Kanzlerin falsch beraten. Und Herr Weidmann ist eine neoliberale Niete in Nadelstreifen. Und so etwas können wir an der Spitze der Bundesbank nicht gebrauchen, liebe Genossinnen und Genossen. Und darum ist die nächste Finanzmarktkrise so sicher wie das Amen in der Kirche.
alles geht weiter wie bisher. Das ist gefährlich. Das ist so gefährlich wie die Atomtechnologie. Wir standen kurz und werden vielleicht bald wieder vor einer finanzpolitischen Kernschmelze stehen. Wer da nicht endlich die Notbremse zieht und grundsätzlich über Alternativen zum Finanzmarktkapitalismus nachdenkt, der handelt unverantwortlich. Wir als Linke wollen eine Alternative zu diesem außer Rand und Band geratenen Kapitalismus. Unsere Alternative heißt demokratischer Sozialismus. Dafür wollen wir streiten, hier in Hamburg und anderswo. Für viele Menschen scheint die Finanzkrise schon wieder zur Vergangenheit zu gehören. Doch tagtäglich erleben sie ihre Auswirkungen. Alle großen Lebensrisiken sollen auf den Einzelnen abgewälzt werden. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Altersvorsorge, Pflege. Solidarität soll durch Egoismus und Kommerz ersetzt werden. Da machen wir nicht mit. Die Linke ist die Partei der Solidarität. Und wir wollen das Zeitalter der Egoisten und der Rücksichtslosen beenden. Und wir sind der Auffassung, man muss doch nur genau hinschauen in die Parteienlandschaft. Die FDP ist die Versammlung der rücksichtslosen Egoisten. Und darum ist es gut, dass sie nicht in der Bürgerschaft ist und hoffentlich auch nicht reinkommt, liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste. Eine Gesellschaft, das ist unsere Auffassung, muss die großen Lebensrisiken solidarisch tragen. Und dafür stehen wir. Wir stehen dafür, dass der Artikel 20 des Grundgesetzes umgesetzt wird, in dem steht, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Nun wird gerne behauptet, es wäre ja alles so sozial, weil in dem Bundeshaushalt so viele Sozialausgaben werden. Doch das ist ein Trugschluss. Das ist Ausdruck von Staatsversagen. Wenn Unternehmen, die keine ehrlichen Löhne zahlen, ihre Mitarbeiter auffordern, zum Jobcenter zu gehen, um aufzustocken, dann ist das keine Sozialleistung für die Menschen, sondern dann ist das eine Lohnsubvention an die Unternehmen. Das ist nämlich die Wahrheit. Und die Gesundheitspolitik der Bundesregierung führt dazu, dass der Satz, den wir schon längst der Vergangenheit anzugehören glaubten, wiederbelebt wird. Weil du arm bist, musst du früher sterben. Ich kann mich mit dieser Situation und mit diesem Satz nicht abfinden. Wir als Linke stehen dafür, dass das Gesundheitsrisiko nicht privatisiert wird. Wir brauchen ein solidarisches Gesundheitssystem für alle. Nun gibt es ja vielleicht den einen oder anderen, der fragt, naja, soll ich wirklich alle 20 Stimmen der Linken geben? Das eine oder andere, was die Linke tut oder sagt, gefällt mir nicht. Das mag so sein. Doch schauen Sie sich zum Vergleich die anderen Parteien an. Die Grünen haben ihren Marsch durch die Institutionen beendet. Sie gehören jetzt zum Establishment. Und jetzt könnten Sie doch, wo Sie so häufig an den Hebeln der Macht sitzen, endlich Ihre früheren Ideale umsetzen. Soziale Gerechtigkeit, keine Kriege, Schluss mit der Umweltzerstörung. Doch was ist daraus geworden? Hartz IV, völkerrechtswidrige Kriege und kein wasserdichter Atomausstieg. Darauf will ich noch mal zu sprechen kommen. Haben Sie sich eigentlich mal die Frage gestellt, warum die Atomwirtschaft so leicht aus den Verträgen mit der Bundesregierung aussteigen konnte? Eigentlich, da muss man ehrlich sein, ist es das Problem jeder Regierung, dass Verträge über die Legislaturperiode hinaus weiter gelten. Ich denke nur an den Militärtransporter A400M und den Eurofighter. Da sagten SPD und Grüne zu uns immer, dass ein Ausstieg unmöglich wäre, denn es sind Verträge, an die man sich halten müsse. Und nun frage ich Sie, warum haben SPD und Grüne einen Vertrag mit der Atomlobby geschlossen, aus dem man einfach so aussteigen konnte? Warum? Ist das nicht ein Skandal? Ist das nicht etwas, was man noch viel, viel deutlicher benennen muss, liebe Genossinnen und Genossen? Ein Wort noch zur CDU. Die CDU fordert von Firmen neben der Jahresbilanz eine Sozialbilanz. Guter Vorschlag, sage ich. Doch wo ist die Sozialbilanz der CDU? In der Sozialbilanz der CDU steht Kinderarmut,
Dumpinglöhne, Krieg, Zerstörung der Sozialversicherung. Und mit dieser Sozialbilanz schneidet die CDU wesentlich schlechter ab als jede andere Partei. Die FDP läuft bei mir außerhalb dieser Wertung. Denn FDP und Soziales passen einfach nicht zusammen. Denn wie heißt es in der Bibel? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein FDP-Politiker in den Himmel kommt. Was die SPD betrifft, ich habe schon zu Hartz IV gesprochen, zur Agenda 2010. Ich habe nicht den Eindruck, dass die SPD aus ihren Fehlern wirklich gelernt hat. Sie hat Hartz IV nicht abgeschworen, sie hat aus der Gesundheits- und Rentenreform nicht gelernt. Sie verteidigt weiter die Agenda 2010. Und solange die SPD die Agenda 2010 verteidigt, so lange ist sie nicht zu ihren sozialdemokratischen Wurzeln und Ideen zurückgekehrt. Und es wäre gut, wenn sie es tun würde. Dabei wollen wir sie unterstützen und darum braucht es die Linke. Die Linke will eine grundsätzliche Änderung der Gesellschaft. Der Markt hat versagt. Gesundheit, Wohnen, Bildung, Gesundheit, das sind Aufgaben der Gesellschaft und nicht des Marktes. Wir wollen diese Bereiche dem Markt entreißen. Wir wollen ein angstfreies, solidarisches und kulturvolles Leben für alle Menschen in unserem Land ermöglichen. Und darum setzen Sie bei der Wahl mit Ihrer Stimme ein Zeichen gegen grenzenlosen Egoismus, gegen Lobbyismus und gegen bestechliche Politiker. 20 Stimmen für die Linke zur Wahl sind ein Zeichen für mehr Gemeinsinn und mehr Solidarität, für eine sozial-solidarische Krankenpflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung gegen Privatisierung. Und ich finde, es ist eine gute Entscheidung, die Linke zu wählen. 20 Stimmen für die Linke, keine einzige ist davon verschenkt. Die Linke ist die Partei der Solidarität und der sozialen Gerechtigkeit. Ich bitte Sie, stärken Sie die Linke hier in Hamburg und bundesweit. Vielen Dank.